Das Olympiastadion wird auch im nächsten Jahr wieder zum absoluten Hexenkessel. Bislang sind dort bereits 7 Konzertabende geplant. Wir fangen an mit 2-mal Rammstein. Dann folgt das Gegenteil, also der Volksrocker kommt dann, der Andreas Gabalier. Dann werden wir Bon Jovi haben, da freue ich mich persönlich sehr. Dann 2-mal Pink und zum Abschluss noch Metallica. Ab 2022 muss das Stadion saniert werden. Die Kostenschätzung liegt aktuell bei 108 Millionen Euro. 20 Monate wird es voraussichtlich geschlossen sein. Und danach wird noch 3 bis 4 Jahre im wieder laufenden Betrieb modernisiert. Der Umbau der Olympiahalle ist nächstes Jahr nach 12 Jahren endgültig abgeschlossen. Hier musste der Betrieb nicht unterbrochen werden. Nun bekommt die komplette Halle noch neue LED-Leuchten. 15.000 variieren. Für 2022, 50 Jahre nach den Olympischen Spielen, hat der Park ganz große Pläne. Mit einem Mega-Event der Superlative soll ausgiebig gefeiert werden, wenn die Stadt München die Bewerbung absegnet. Wir planen eine große internationale Sportveranstaltung, weil wir denken, dass 50 Jahre nach Olympia wieder genau das passieren sollte, was vor 50 Jahren war, nämlich sozusagen die Jugend der Welt bei uns zu Gast ist. Wir wirklich eine Veranstaltung haben mit hochkarätigem Sport. Und was uns momentan wirklich als Optimum vorschwebt, das wäre eine Auflage der European Championships, so wie sie dieses Jahr in Glasgow und Berlin stattgefunden haben, in vollem Umfang hier in München. Die wichtigsten Sportarten sind dabei. Es ist Leichtathletik und Schwimmen, dann Rudern, Radfahren, Triathlon und Turnen. Wunderbar. Und momentan ist auch noch Golf drin. Mit Volldampf geht es bei der neuen Multifunktionshalle voran. Die Arena wird hier von Red Bull auf dem Gelände des ehemaligen Radstadions gebaut. Primär für Basketball und Eishockey. Der Spatenstich ist für Juni 2019 geplant. Die Fertigstellung ab Mitte 2021.